Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und gehört. Das liegt an dem, weil ich in letzter Zeit sehr viel zu tun habe. Es ist Frühling, alle wollen wieder trainieren, alle wollen in die Ernährungsberatung kommen und etwas an ihrem Körper ändern. Darum haben die Videos nicht gerade Priorität Nummer 1 gehabt. Jetzt bin ich aber wieder back on track für euch. Und zwar mit einem ganz speziellen Projekt, kann man es so nennen? Ich nenne es so. Wie die Studenten alle Projekte, kann ich das auch haben. Also, und zwar ist es so, ich habe zuerst gedacht, ich mache wieder mal das Food Diary für euch. Ihr seid meistens absolut begeistert von diesen Videos. Jedenfalls, ich habe mir vorgenommen, ich will das Food Diary machen für euch. Und habe dann irgendwie gemerkt, komm, wir machen ein bisschen anders. Wir tun mal noch ein bisschen rechnen, ein bisschen Kalorien ausrechnen, Fett, Kohlenhydrat, Protein. Dass die Leute auch mal sehen, wie viel das du eigentlich isst, so den ganzen Tag über. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, Lara, wenn wir doch schon dran sind, es ist Frühling, gut, wir sind vielleicht spät dran, ist jetzt schon Mai, könnten wir doch auch gerade mal schauen, ob wir da noch etwas verbessern können. Ich will da wirklich ganz klar mal schnell sagen, ich bin absolut zufrieden mit meiner Figur. Ich fühle mich wohl, ich bin leistungsfähig, ich bin fit, es liegt überhaupt nicht an dem, aber es ist Sommer und man weiss, man kann immer noch ein bisschen besser aussehen. Ich habe immer nur mein eigenes Körpergewicht trainiert. In letzter Zeit habe ich jetzt, wie die einen vielleicht von euch wissen, wir trainieren auf einem kleinen Triathlon an, natürlich mehr Ausdauer eingebaut. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich früher mit Handeltraining, mit so ein bisschen Gewichtstraining, Krafttraining, doch auch gute Fortschritte gemacht habe. Ich baue relativ schnell Muskelmassen auf und habe mich darum entschieden, das wieder ein bisschen jetzt zu nehmen. Das heisst nicht, dass ich ein Fitness-Abo machen werde. Ich werde zu Hause einfach so ein bisschen mehr, wahrscheinlich wieder so ein bisschen Krafttraining einbauen. Und aufgrund von dem bin ich heute erstmal wieder auf der Waage gestanden, weil ich will die Fortschritte ein bisschen dokumentieren. Ich habe mir vorgenommen, ich werde jede Woche ein Video machen für euch und ich soll sagen, wie es mir geht, was ich ändere, was gut geht, was schlecht geht. So ein bisschen Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich gehe nicht auf eine Diät. Ich habe einfach wirklich sehr, sehr viel ungesundes gegessen in letzter Zeit. Sehr viel Pizza, Falafel, Raclette, Kuchen, Schoki, alles. Muffins. Viel Backen. Ich mache gute Cheesecakes. Gute Cheesecakes. Gedanken sind beim Cheesecake. Wie gesagt, und darum habe ich mir vorgenommen, ich ernähre mich wieder ein bisschen gesünder. Ist jetzt natürlich auch einfacher. Jetzt, heute, ist eigentlich der erste schöne Tag wieder. Und dann isst man auch ein bisschen gesünder, vielleicht ein bisschen ausgewogener, ein bisschen leichter auch. Und das ist mein Startschuss. Und vielleicht kann ich ein paar von euch mitreissen. Ich zeige euch ein bisschen Tipps und Tricks und natürlich mein Food Diary. Jetzt zum Starten. Wie gesagt, ich bin das erste Mal wieder auf der Waage gestanden. Ich mache das sonst nie, es interessiert mich nicht, weil ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ich habe das auch mit dem Wert von letztem Jahr verglichen und lustigerweise sehen die genau gleich aus. Es ist, ich habe eine Waage, die Fett, Muskelmasse, Viszeralfett und alles anzeigt, was eigentlich, ja, eigentlich hätte ich gedacht, das ist mehr so rein auch fetttechnisch. Es ist aber alles etwa auf dem Gleichstand. Und ich lege euch jetzt mein Herz hier vor die Kamera an und zeige euch das einmal. Ich bin 1,66 Grösse und überlege mir jetzt gerade, ob ich euch mein Gewicht verraten soll. Ich sage es, vielleicht lösche ich es raus, aber ich sage es. Und zwar bin ich momentan Mittag gemessen, ich habe es am Morgen leider vergessen oder am Morgen schon gar noch nicht die Idee gehabt, 58,4 Kilo. Ein Fettanteil von 23,8%, der ist schon bedeutend niedriger gewesen. Ich habe hier aber auch wirklich viel, viel weniger gegessen. Das geht nicht um meine Magersuchtzeit, das ist noch nicht allzu lange seither. Ja, darum ist der wirklich bedeutend tiefer auch schon mal gewesen. Ich war aber nie so leistungsfähig gewesen, wenn ich es jetzt bin. Von dem her völlig in Ordnung. Der Muskelanteil liegt bei 33,4%. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe auf meiner Waage, ist der Wasseranteil. Darum der bleibt ein ewiges Geheimnis. Was mir auch wichtig ist, ist der Viszeralfettanteil. Alles zwischen 1 und 9% ist normal. Ich bin auf 3% unten. Sehr ein guter Wert, meiner Meinung nach. Das ist alles, was so ein bisschen
Das organische Fett ist subkutane, ist das, was uns stresst. Das sind eben die 23,8%. Das Viszerale ist wichtiger, da geht es um Gesundheit. Von dem her bin ich absolut zufrieden. Ich zeige euch jetzt gerade noch schnell, wie ich momentan aussehe. Einfach, dass wir so ein bisschen im Vorher-Nachher-Vergleich haben. Es werden keine grossen Kilos purzeln. Es geht wirklich einfach um den Erfahrungswert. Ich will einfach euch mal mitnehmen auf die Reise. Vielleicht, wer weiss, wenn ich auf einmal vor zuzunehmen oder keine Ahnung was. Wir fangen einmal zusammen an und ich will, dass ihr eure Erfahrungen da unten mitteilt mir oder dass ihr vielleicht auf den Zug aufspringt. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt, ich bin da für euch. Ich zeige euch jetzt zuerst mal, wie ich momentan aussehe und nachher gibt es das Food Diary für euch. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Ich bin ab dem Montag in Kanada. Für eine Woche, wer weiß, vielleicht drehe ich ein Video, vielleicht nicht. Das sehe ich dann noch. Und ja, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss! Weil ich so glänzende Augen habe, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe einfach immer noch ein bisschen Fieber. Und darum auch eine gespässige Stimme. Und zwar, ich habe gerade das Natter noch da. Und zwar aus dem Grund, weil ich euch schnell zeigen will, was ich heute jetzt alles gegessen habe, was das ausgerechnet bedeutet. Und zwar arbeite ich mit der App MyFitnessPal, also einfach jetzt für euch quasi, weil es am einfachsten ist zum Notieren. Ich hoffe, ihr seht das. Könnte funktionieren. So, gut. Hier sehen wir zuerst mal die ganze Nährstoffverteilung. Ich tue es auch noch mal schnell sagen. Und zwar sind insgesamt 319 Gramm Kohlenhydrat, 46 Gramm Fett und 63 Gramm Eiweiß. Ein bisschen zu viel Kohlenhydrat, auch ein bisschen zu viel Zucker. Das liegt sicher an diesen Muffins oder an diesen Farmerstängel. Ist völlig okay, wir haben vorher noch schnell trainiert. Ich habe das nicht getrackt quasi im App. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es war nicht ein optimaler Tag gewesen. Es ist aufgehört und ich habe nicht eingekauft, weil ich nicht gecheckt habe, dass die Läden zu haben. Von dem her, es war so ein Restenverwertung gewesen. Ich hätte gerne anders gegessen, aber es ist völlig okay. So ist der Alltag. Was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist das, was wahrscheinlich alle am meisten interessiert. Kalorienanzahl. Jetzt. Und zwar 10.860 wäre das Ziel gewesen, ohne Sport. Das ist mit dem iPhone-Schrittzähler verbunden. Aufgrund von dem tut es nicht mehr dort noch ein bisschen Kalorien abzählen. Es sind jetzt hier 172 gewesen.
Insgesamt habe ich heute 1964 Kalorien gegessen. Ich hätte jetzt gesagt, grundsätzlich eher wenig. Aber da wir ja gesagt haben, wir schauen jetzt ein bisschen, ist das ganz in Ordnung. So, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns voraussichtlich in einer Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!